Herzlich willkommen zum Werkzeug Extra Screencast in der Episode E Artefakte erstellen Werkzeuge. Nun, wie arbeitet man zusammen? Was gibt es für Werkzeuge? Wir mussten diese Episode tatsächlich ganz neu schneiden und schreiben, weil wir festgestellt haben, dass doch viele von den Werkzeugen, die wir letztes Jahr vorgestellt haben, es entweder gar nicht mehr gab oder sie aufgekauft worden sind und in andere Produkte eingegangen sind. Hier ist also wirklich sehr viel Bewegung. Das heißt, dass wenn man hier mit einem Werkzeug arbeitet, dass man doch immer wieder schauen muss, dass man seine Daten auch irgendwie wieder rauskriegt. Hier sind einige Werkzeuge, um Text und Bilder zu erstellen. Erstmal zum Thema Text und Office-Dokumente. Einmal das sogenannte StudIP-Pad, das ist ein sogenanntes Everpad. Nehmen wir mal kurz die Everpads. Das ist ein Open-Source-Projekt, das im Grunde sozusagen aufgekauft worden ist von Google. Es gibt aber trotzdem weiterhin sogenannte Pads, wie zum Beispiel das Pirate-Pad. Da kann man einfach ein Dokument erzeugen. Das hat eine zufällige Nummer und hier kann man reinschreiben und das kann man aber mehrere Personen gleichzeitig machen. Hier kann ich jetzt meinen Namen reinschreiben und mehrere können hier gleichzeitig reinschreiben. Das ist eine ganz spannende Sache und das haben wir mittlerweile an der Uni integriert in StudIP. Hier in meiner Veranstaltung habe ich hier einen Reiter freigeschaltet von einem StudiPad. Dort habe ich solche StudiPads freigeschaltet für meine Studierenden. Und die nutzen das dann, um sich zum Beispiel hier im Forschungsmethodenseminar über ihr Thema auszutauschen. Hier vielleicht noch ein anderes Facebook im Studium. Und die Gruppe hat jetzt hier ihren Entwurf dazu festgelegt und man kann auch dazu schön hier chatten zwischendurch. Und was auch interessant ist, ist, dass man mit dem sogenannten Timeslider sich dann immer nochmal den Verlauf anschauen kann und sieht dann, okay, wann ist denn da eigentlich dann gearbeitet worden. Und ich als Dozent kann dann immer einen ganz guten Überblick darüber geben, wie nachhaltig und wie häufig an sowas gearbeitet wird. Nicht wahr? Ja, eine weitere Möglichkeit besteht im Bereich der Web-Office-Pakete. Das bekannteste ist sicherlich Google Text und Tabellen. Da kommen Sie hin, indem Sie docs.google.com eingeben und sich dann dort gegebenenfalls anmelden. Hier sehen Sie, ich habe eine ganz schöne Menge an Dokumenten hier und hier kann man nicht nur Textdokumente erstellen, sondern auch Präsentationen, Tabellenkalkulationen, man kann Formulare werfen, mit denen man Umfragen machen kann und man kann auch was malen. Die Formulare sind insofern ganz spannend, wenn man dort so zumindest wenn man kleinere Umfragen machen will, das ganz gut über Google Docs machen kann. Wenn Sie es für Forschungsprojekte nutzen wollen, dann würde ich mir vielleicht nochmal Unipark anschauen, aber hier zeige ich Ihnen vor allem jetzt dass die Textverarbeitung und die Textverarbeitung hat insofern ein paar Besonderheiten, dass man tatsächlich hier auch mit Formalvorlagen arbeiten kann und kann dann nachher auch solche Dinge einbauen, nicht nur wie Formeln und Bilder, sondern auch ein Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen und solche Dinge. Also insofern wird aber ein relativ komplettes Tool und wenn man gemeinsam etwas schreibt, ist das eigentlich eine sehr schöne Sache. Und die Konkurrenz, die heißt Soho und auch dort kann man auch wieder solche Dokumente gemeinsam bearbeiten und man kriegt also hier
einiges auch wieder umsonst für persönliches Arbeiten. Ja, also das ist für Sie als Studierende kostenlos, nur wenn Sie bestimmte Werkzeuge nutzen, die dann halt eher so professionell sind, die kosten dann halt Geld. Gute Alternative zu Google Docs. Das war Text, vor allem Text bearbeiten. Hier drüben haben wir verschiedene Anwendungen zum Thema Bilder bearbeiten. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel das Pixlr. Da gibt es die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten oder auch in so einen Effekt draufzulegen. Das probieren wir vielleicht einfach mal aus. Wir laden mal hier ein Bild hoch. Und jetzt können wir hier tatsächlich solche Vintage-Effekte draufladen, so dass man das ein bisschen aussieht wie aus den 70ern oder je nachdem, wie man es mag. Zum Verwaschen und gehen wir mal einfach weiter. Dann können wir hier noch ein paar Störungen drauflegen. Hier zum Beispiel ein paar Scratches. Ja. Und zum Schluss legen wir dann noch einen Rahmen drum und dann sind wir auch schon fertig und können das Ganze dann abspeichern und auf die Festplatte legen. Sehr schön. Picnic ist ein ähnliches Tool, was auch wiederum ermöglicht, Bilder zu bearbeiten, dort Rahmen drum umzulegen und ja, all solche Dinge zu machen, die man sonst vielleicht mit Photoshop machen würde oder irgendeinem anderen Programm. Sie sehen hier so ein bisschen Premium, das teilweise kostet Geld, manche Sachen kosten nicht Geld, also auch eine Möglichkeit, um vielleicht zum Beispiel Materialien für Präsentationen vorzubereiten. Das war alles Foto. Dann gibt es zum Beispiel Gliffy. Das ist ein Tool, um Diagramme zu erstellen. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass man solche Vorlagen hat, Schubladen hat, wo man dann Dinge sich dort herausziehen kann. Für bestimmte Studiengänge, gerade Informatik, Elektrotechnik etc., ist das sicherlich super, denn es gibt also zum Beispiel hier Gliffy und wenn man jetzt eine Alternative dazu sucht, dann gucken wir uns das Ganze mal an, wenn wir mal gehen wir zu alternative2.net. Und das wäre jetzt der Fall, dass ich sage, okay, die finde ich eigentlich schon gar nicht schlecht, aber was gibt es denn eigentlich noch so Schönes? Gebe ich hier bei Alternative 2 Gliffy ein und dann kriege ich jetzt lauter Anwendungen gezeigt, die so ähnlich sind. Ich muss noch filtern, weil ich will nur Free- und Open-Source-Sachen sehen und dann fangen gleich die Microsoft-Sachen zum Beispiel raus. Und dann sage ich mir, okay, schaue ich mal Diagrandy hier an. Okay. Ich mir das erst an, ich lese mir kurz was dazu durch und sage, aha, okay, das sind vielleicht die Vorlagen, die ich brauche, dann bin ich mal auf die Webseite und dann probiere ich das aus. So, da sind wir schon. Und was man jetzt hier so sieht, ist, dass wenn man zum Beispiel gerade jetzt E-Technik studiert, dass man dann halt lauter schöne Abbildungen hier hat, wie man sie so braucht, um seine Schaltelemente aufzubauen.
Sehr schön. Dann sagt man vielleicht, das ist ein Tool für mich. Oder man sagt halt auch, das ist kein Tool für mich und fängt dann an, wieder was Neues zu suchen. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen den Bereich der Mindmap-Werkzeuge, Bubblers oder Mindmeister, die unterscheiden sich nicht groß. Die sind beide so, dass man da eigentlich immer nur 5 Mindmaps frei hat und dann eigentlich bezahlen muss. Hier mal ganz kurz raufschauen auf den zum Beispiel Mindmeister. Den Mindmeister, weil der, glaube ich, hier aus Deutschland kommt und deswegen gucken wir uns den jetzt einfach mal an. Das ist auf alle Fälle auf Deutsch. Ich muss jetzt auch hier mal eine löschen. Mindestens 2, sonst kann ich nämlich keine neuen machen. Wenn man eine neue Map erstellt, dann hat man hier so ganz schöne Vorlagen für Dinge wie zum Beispiel To-Do-Listen oder Brainstorming oder Projektplan. Nochmal. Ja, und dann haben wir hier jetzt gerade schon so ein bisschen Vorlage dafür, wie einer so ein Mindmap aussehen kann auf Mindmeister und gleichzeitig aber auch was für Punkte dabei so Projektplan mit hinein gehören. Und natürlich hier überall kann man halt die Sachen dann übersetzen oder was reinschreiben. Hier kann man Sachen auch zuklicken und die aufklicken. Also für Leute, die solche Mindmaps toll finden, ist das das absolute Tool. Ich mag keine Mindmaps, deswegen nutze ich es auch nicht. Okay, der zweite Teil heute von der Tool-Parade sozusagen, da geht es um Podcasts. Die Frage ist, wie kann ich einen Podcast erstellen? Ein Podcast ist ja sowas wie mein persönliches Radio, meine Radiostation. Die erste ist, dass ich erstmal tatsächlich mein Audio aufnehme mit dem Werkzeug und dann später dann irgendwo anders publiziere. Dazu nehme ich Tools, also Audacity ist ein Open-Source-Tool, das man kostenlos runterladen kann. Hier sieht man es, gibt es für verschiedene Plattformen, ist natürlich nicht wirklich ein Online-Tool. Ein Online-Tool wäre dann zum Beispiel von Aviary, wie spricht man das eigentlich aus? Aviary, würde ich sagen. Wir haben einen Audio-Editor Miner und der sieht im Grunde ja, fast so wie GarageBand auf dem Mac aus. Was man hier schon so sieht, ist, dass man sehr schön viele verschiedene Tracks hat, wo man dann Musik runterlegen kann und eigene Aufnahmen und das dann mischen kann und Effekte drauflegen kann und lauter, leiser machen lassen. Also das ist schon ziemlich umfangreich, wenn man, ja, was man damit machen kann. Ein schönes Tool, was online funktioniert. Okay, da hat man seinen Podcast gemacht und dann, wie kriege ich den jetzt ins Netz? Ich kann den entweder extra bei einem Podcast Foster hingehen, der sich darum kümmert, der ist dann meistens auch angebunden, zum Beispiel in iTunes, sodass man dort seinen Podcast automatisch veröffentlicht, oder man macht es halt über seinen eigenen Webserver oder Webspace. Und dann müssen sie sich natürlich darum kümmern, dass sie da eine Podcast-Software drin haben, dass der dann zum Beispiel so Plugins für WordPress, wie Podcast oder Loudblog. Da kann man ziemlich viel machen, aber es ist natürlich ein bisschen nerdy und da müssen sie sich dann ein wenig rein fuchsen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass sie einen integrierten Anbieter nehmen zum Produzieren und zum Veröffentlichen von ihren Podcasts. Also die eine Möglichkeit wäre, also was ich zeigen will ganz kurz, ist Soundcloud und die andere ist Screener. Soundcloud ist momentan ein sehr bekannter Dienst. Ja, da gibt es noch verschiedene Anwendungen, die sie sich auf ihr mobiles Gerät oder auf ihren Desktop laden können, um dann Dinge aufzunehmen und die dann dort zu publishen. Das ist eine schöne Sache, sich einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Und wenn Sie einen Screencast machen wollen, so wie diesen hier, dann können Sie den Screener benutzen. Das ist insofern spannend, weil Sie hier einfach drauf klicken und er dann so einen kleinen Rahmen zeigt und sie dann aufnehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich hier das machen kann, denn ich ja schon einen Screencast mache. Und darum tippt das nicht Quatsch in Chrome. Gehen wir mal kurz auf
Firefox. Ja. Das ging vorhin schon nicht in der Vorbereitung, deswegen hatte ich dann das nochmal hier. Genau. Und dort kriegt man dann so einen kleinen Frame, den man hier und sagen kann, ich möchte das dann aufnehmen. Und dann fängt man dort an aufzunehmen. Mache ich jetzt nicht, weil ich ja schon das hier aufnehme, aber das ist eine tolle Möglichkeit. Sie können 5 Minuten aufnehmen, kann jetzt schnell was zeigen und das dann posten. Das wird dann auf dieser Screener-Seite gezeigt und man kann das dann zum Beispiel per Twitter announcen, dass man eine schöne Screencast gemacht hat. Und so geht das dann in die Jing zum Beispiel, ist ein ähnlicher Dienst wie Screener. Screencast-O-Matic, Hipcast, Soundcloud, das sind ähnliche Dienste. Wobei ich halt momentan finde, dass Soundcloud so ein bisschen mehr Momentum hat, aber ist auch mehr eigentlich in Richtung Musik. Und die sind tatsächlich ein bisschen mehr in Hipcast zum Beispiel, ein bisschen mehr Richtung Podcasting. Weitere nützliche Dienste zur Echtzeitkollaboration sind, und die werde ich jetzt nicht mehr alle vorstellen, aber Doodle, das ist ein Dienst, um Termine zu vereinbaren. Das nutzen mittlerweile auch schon ziemlich viele. Da kann man einfach Termine vorschlagen und die Leute einladen und dann können sich alle eintragen, ob sie Zeit dafür haben zu den Terminen oder nicht. Man kann natürlich auch über Google Documents, über Google Kalender, Entschuldigung, sowas machen. Da müssen dann alle angemeldet sein und hier brauchen wir einfach nur den Link. Deswegen funktioniert es halt auch so gut. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Dokumente untereinander auszutauschen. Also man schickt das halt nicht mehr per E-Mail hin und her, sondern tut das in einem Ordner, in so einer Cloud, wie man das heutzutage so marketingtechnisch benennt, also irgendwo auf einem Server. Und da gibt es Dienste, Dropbox kennen viele. Wird immer wieder so ein bisschen berichtet, dass auch dazu die Sicherheit nicht so gut ist. Voila gibt es, wenn Sie eine Lassie-Platte haben, dann kriegen Sie meistens da auch schon ein bisschen Platz drauf. Und SugarSync ist auch so ein Remote-Folder-Syncer, ne, wo auch wieder Dokumente ausgetauscht werden. Also meine Arbeitsgruppe, alle benutzen irgendwelche Dienste. Und ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Vor allem, wenn man so anfängt, mehrere Rechner zu haben, dann wird es irgendwann sonst ein bisschen schwierig. Zum Thema sich absprechen in Echtzeit, da gibt es dann insbesondere Skype. Skype, da können Sie Videotelefonate machen, miteinander texten. Teamspeak, das werden die Zocker unter Ihnen kennen, die Leute, die viel mit anderen Leuten schon online spielen. Teamspeak ist sowas ähnliches wie Skype, nur das tut man auf seinen eigenen Server drauf und dort kann man dann in Echtzeit miteinander sprechen. Viele Dienste, die Sie, wir machen natürlich auch wieder Links auf die Website, die Sie mal ausprobieren können zur Kommunikation und zum Austausch. Und natürlich wird viele nutzen natürlich auch einfach den Chat zum Beispiel auf Facebook, um sich mit anderen kurz auszutauschen oder die ganzen Leute wie IRC oder andere Chat-Anwendungen nutzen, die können natürlich von diesen Erlebnissen und ihren Gründen dafür, das damit zu nutzen, berichten. Okay, so viel zum Thema Kollaboration. Vielen Dank und frohe Weihnachten.